geträumte Augen, ein langes, seidiges Haar, möglicherweise ein bisschen Starallüren, wie das halt bei den Damen so ist. Sie waren gestern noch auf einer internationalen Show. Hier sind die Schönsten der Schönen, unsere Katzen. Hallo! Und heute ist die Show übrigens auch noch. Das ist die Birgit Kuhlmey. Sie ist Preisrichterin. Sie werden heute noch mal im Einsatz sein. Frau Kuhlmey, wen haben wir denn alles da? Wir haben Ihnen heute einen Perserwurf mitgebracht, 3 Monate alt. Sie sind einfach unwiderstehlich, diese kleinen Wollknäule. Aber auch wenn Sie erwachsen sind, haben Sie Ihre Reize. Hier haben wir einen erwachsenen Black Smoke Kater, der einen kompakten Körperbau hat, einen kurzen Schwanz, einen breiten Schädel und wunderschöne kupferfarbene orange Kulleraugen mit kleinen Öhrchen. Ja, und er hat wunderschöne lange Haare, eine schöne Halspause. Bei den langen Haaren? Es ist sehr schwierig mit der Pflege. Die verklitten schnell, die Katzen. Und deshalb hat man diesen Persertyp auch in kurzhaarig gezüchtet. Und da heißt er Exotic Shorthair. Hier haben wir eine schwarz-weiße Katze mit kurzem Fell, aber mit Typ Perser. Mögen sich denn die verschiedenen Rassen untereinander? Also Perser sind sehr ruhige Tiere, aber ja, die Siamesen, die sind doch sehr temperamentvoll. Hier kommen wir zu den Siamesen. Ich erkenne die immer an den Augen, die haben Traumhafte Augen. Ja, hier haben wir einen ganz schlanken Siamesen vom modernen Typ. Alles ist lang und schlank, der Schwanz, der Kopf ist keilförmig und sie hat wunderschöne blaue Augen. Aber vielen Leuten war diese extreme Körperform einfach zu schlank. Und deswegen gibt es jetzt einen kürzeren auch hier? Deshalb gibt es jetzt die Siam traditionell, die quasi eine Renaissance erlebt hat, denn früher hat man die Siamkatzen nur in dem stärkeren Typ gezüchtet. Sind die eigentlich recht verschmust oder doch ein bisschen eigen? Siamkatzen sind wahnsinnig anhänglich, sie sitzen dem Besitzer ständig auf dem Schoß. Aha. Und man... Also was zum Schmusen. Ja. Was essen die denn eigentlich alle? Sind die recht heikel im Genuss von Also Dingen? Die Futtermittelindustrie, die hat genug Auswahl für die Katzen geschaffen, sodass es da keine Probleme gibt. Im Zweifel Spaghetti, würde ich vorschlagen. Das sind die Karthäuser hier. Blaue Katzen waren schon immer was Edles, was Besonderes. Und da haben wir hier 2 Kurzhaarkatzen, einmal eine russisch-blau und einen Kartäuser. Die russisch-blau ist etwas graziler als der kompakte Kartäuser. Der schaut mir Sie gut hat einen keilförmigen Kopf, Kartäuser. Die russisch-blau, und wunderschöne grüne Mandelaugen, wohingegen die Kartäuser runde Augen hat und die kupferfarbig sind. Aber deswegen sind gut blau. Genährt, glaube ich, weil er halt recht muskulös ist. Ja. Also es ist nicht die Vielzahl des Futters gewesen. Ja. Hier haben wir wieder eine Langhaarausgabe. Ja, sehr beliebt sind auch die Langhaarkatzen. Wir haben hier eine Maine Coon und eine norwegische Waldkatze. Das ist die Maine Coon. Man kann es an der breiten Schnauze sehen, im Gegensatz zur norwegischen Waldkatze. Das sind ja hochbezahlte Stars, ne? Mit hochplatzierten Ohren. Was kosten denn diese Katzen? Darf man da mal so in 1.500 Mark muss man schon rechnen. Also schon ein bisschen? Ja. Und dann haben wir hier noch einen Birma-Wurf mitgebracht. Birmas sind unheimlich schwierig zu züchten, weil der Standard vorschreibt, dass die Handschuhe und die Socken perfekt weiß gezeichnet sein müssen und dass es so ein Zufallstreffer in einem Wurf, wenn es dann wirklich mal hundertprozentig ist, und die Tiere sind auch sehr teuer. Und jetzt haben wir noch eine ganz normale Katze hier. Ja, das ist eigentlich die beliebteste Katze von allen, denn nur 5% der ganzen Katzen sind Rassekatzen und alle anderen sind Hauskatzen. Und das ist die Urmutter unserer Rassekatzen. Okay, herzlichen Dank für diese Demonstration. Ja, wenn es um die Tiere geht, da glauben wir ja alle, dass wir unsere Tiere so gut verstehen, so wie einen guten Freund. Aber manchmal weiß man wirklich nicht so recht, was den Tieren vorgeht. Da haben die Tiere ihre Probleme oder die Besitzer haben ihre Probleme. Und deswegen müssen